Sänger und ebenfalls Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Angelini. Eure Majestät. Grüß Gott. Ich hab was mitgebracht, das ist... Ich muss was... Henriette, die vierte, weil die anderen drei habe ich schon gegessen. Ja. Und das ist meine einzige. Ja. Damit es eine gescheite Musik hat. Da brauchen wir jetzt die ganz spezielle Aufbewahrung. Ja? Und lass uns einen Sessel bringen für den... Wie heißt er? Marco. Marco, Majestät, Angelini. Angelini, für den Herrn Angelini. Ja? Lass uns einen Sessel... Da, schau, da kommt die Runderplage. Herrlich, herrlich. Ja? So. Ja. Da kann er sich gleich hinsetzen, ha? So, da kann er bei uns bleiben, der Angelini. So. So. So, danke schön, herrlich. Das passt aber farblich zu meinen Schuhen. Ja? Halt mir das. Oje, oje. Eure Majestät, ist das stabil genug? Ach, ja, 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 für ihn reicht. Und wenn er reinrutschen sollte, hm? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was macht er beruflich, der Angelini? Majestät, man könnte glauben, Herr Angelini ist sozusagen professioneller Kandidat bei Fernsehshows. Er war schon bei Helden von Morgen, Starmania, X-Faktor, Deutschland sucht den Superstar und Herz von Österreich. Wow. Das macht er hauptberuflich. Man tut, was man kann. Aber Eure Majestät, ich bin ja eigentlich Mediziner. Und die Sache schaut so aus, ich würde gern irgendwie so Medien und mit medizinisch ein bisschen verknüpfen. Und da habe ich gedacht, vielleicht, dass ich da als Leibarzt am Hof angestellt werden könnte, weil ich sehe, sie schwitzen ein bisschen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wenn er Gespräche wie wir führen müsste, dann würde er wahrscheinlich davor schwimmen. Hm? Nein, wir brauchen nur professionelles Personal bei unserem Hof. Eieiei. Also, hauptberuflich ist er also ein Fernsehsendungsteilnehmer, oder? Mit medizinischer Ausbildung so nebenbei. Und da untersucht er sich dann selber, oder? In dem Fall habe ich am öftesten die Larissa untersucht. Ja, ich habe auch am meisten... gelitten. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. Ah, er ist auf Psychiatrie? Ne? Ach, darum uns kennengelernt. Darf ich denn, das werden wir Ihnen nie verzeihen. Also, selbstverständlich, machen wir weiter mit diesem Camp, dem Kaisercamp. Die müssen jetzt was Grausliches zum Essen kriegen. Sehr wohl, Majestät. Ich würde vorschlagen, Sie müssen das durchmachen, was Majestät Tag für Tag hier am Hofe ertragen. Ja. Vormärz, Biedermeier. Furchtbar. Wir müssen ja Zeug fressen, das ist ja nicht zu ertragen. Jetzt schon wieder. Husch, husch. Ja. Gib es uns hin. Beide müssen es essen, beide. Unerträglich. Eure Majestät, Sie wissen aber schon, dass ich das im Dschungel auch nicht gegessen habe, gell? Sie wissen schon, dass ich das sehr gerne esse. Die Küchenschabe des Meeres? Darf ich? Ja. Sehr Vielen Dank, Eure Majestät. Das ist sehr reizend. Ich stehe mal da auf. Wie isst man das? Auf die Plätze fertig feiern lassen. Na, arbeite damit. Es war nicht raus. Es war nur die Zitrone. Also, besser als... Danke vielmals. Die kennen nicht einmal das. Na, gib ihnen was zum Trinken. Trinken, das muss... Aber das ist jetzt wirklich unerträglich. Unerträglich. Das ist so grauslich. Hey. Ja, ja, jetzt lassen sie sich noch täuschen von der Farbe, aber... Ja, ja. So vom aus. Geruch auch noch, aber jetzt kosten wir es einmal.
Jetzt kosten Sie einmal. Vielen Dank. Ha! Ja, es ist ein Dom Perignon, aber es ist ein 70er-Jahrgang. Ein Dom Perignon, also für Sie ein Dump Paravent. Ich nehme es zur Kenntnis. Trinkt Sie gerne Dump Paravent? Ja. Ja? Hier schon. Seifenstein? Majestät? Was machen wir mit den zwei Fägeln jetzt? Nun, ich denke, Frau Marold ist ohne dies auf dem besten Wege, ein Weltstar zu werden. Ich glaube, das kann niemand mehr verhindern. Ja? Und für Herrn Angelini gäbe es eine ORF-Sendung, die dringend Kandidaten braucht. Dancing Stars. Puh. Na, Sie sind wirklich grausam, Seifenstein. Also, ihr wünsche ich eine Weltkarriere, ja? Oder dass Sie dumm reiten bis zum Gehtnimmer. Toi, toi, toi. Ja? Und er gut, wie sagt man da bei Dancing? Gut Tanz oder was? Hals- und Beinbruch, Majestät? Ja, Sie sollen sich halt zurückziehen. Sie müssen auch mal ein bisschen brav sein, gell?